Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bundesliga Update Reaction. Wir rechnen heute die Tabelle für den 8. Spieltag aus. Let's go. Also Dortmund-Bremen tippe ich auf ein 3:1 für Borussia Dortmund. Union Berlin gegen Stuttgart. Da sage ich ein 3:1 für Stuttgart. Freiburg-Bochum. Das wird ein spannendes Duell. Ich tippe jetzt mal auf ein 1:1. Wolfsburg-Leverkusen. Da sage ich 2:0 Leverkusen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Tippe ich auf ein 2:2. Darmstadt wird wahrscheinlich keine Chancen haben gegen RB Leipzig. Deswegen 3:0 RB Leipzig. Mainz 05 gegen FC Bayern München. Wird ein spannendes Duell. Tippe ich trotzdem auf ein 4:0 für den FC Bayern. Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Wird ein Duell auf Augenhöhe, 1:1. Und noch Heidenheim-Augsburg, da tippe ich auf ein 2:1 für Augsburg. So, und das ist die Tabelle für den 8. Spieltag nach meinen Berechnungen. Wir sehen Bayern 04 Leverkusen auf der 1, Stuttgart auf der 2, Bayern auf der 3, da hat sich nichts verändert, genauso wie bei Dortmund hat sich auch nichts verändert. Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und Frankfurt hat sich auch nichts verändert. Großartig. Ich glaube, Leipzig ist nach oben gerutscht, Hoffenheim nach unten und Wolfsburg ist in den Minusbereich, was die Tordifferenz angeht, gerutscht. In der unteren Tabellenhälfte sieht es so aus: Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Heidenheim, Darmstadt, Union, Werder, Bochum, Köln und Mainz 05. Damit ist Mainz 05 auf den 8. Platz gerutscht. Ansonsten hat sich aber großartig nichts verändert. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ciao, ciao.